So, ich darf euch erstmal unsere Gäste vorstellen. Also mein Name ist Dagmar Paternoga, arbeite lange schon in ATTAC-Zusammenhängen. Und wir haben hier zu meiner Rechten die Barbara Moraka. Sie ist Dozentin an der Uni Greifswald, beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Décroissance-Bewegung. Ebenfalls zu meiner Rechten Hans-Jürgen Urban, Vorstand bei der IG Metall. Er ist für den Bereich Gesellschaftspolitik, Grundsatzfragen, strategische Planung zuständig und seit 2007 auch als geschäftsführendes Vorstandsmitglied für Sozialpolitik. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen. Zu meiner Linken, das hat übrigens nichts mit der inhaltlichen Positionierung zu tun, sondern einfach ist zum einen meiner linken Seite. Zu meiner Linken Angelika Zahnt, früher BUND-Vorsitzende, heute Ehrenvorsitzende. Sie ist Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung, seit vielen, vielen Jahren aktiv in der Bewegung und hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht. Auf die haben wir leider jetzt keine Zeit einzugehen, kann man aber nachgucken. Ebenfalls zu meiner Rechten Matthias Schmelzer. Matthias ist auch ATTAC-Aktivist. Er war auch im bundesweiten Koordinierungskreis von ATTAC. Er arbeitet zurzeit promoviert am Thema Postwachstum und hat auch einen Basistext mit Alexis Pasadakis dazu veröffentlicht. Herzlich willkommen, Matthias. Meine erste Frage: Das bisherige Wachstumsmodell ist nicht zukunftsfähig. Das scheint hier uns allen irgendwo klar geworden zu sein. Aber wo stehen wir jetzt mit und nach diesem Kongress? Sind wir ein Stück weitergekommen in der Diskussion? Gibt es Fragen oder Themen, die wir in einem strukturierten Diskussionsprozess weiter vorantreiben wollen, können? Und seht ihr irgendwo schon eine Möglichkeit, auch eventuell bald zu konkreten Ergebnissen zu kommen? Dazu wollte ich zuerst Barbara fragen. Ja, vielen Dank. Also wir stehen vor der Tatsache, dass es auch in Deutschland wie in anderen europäischen Ländern schon etwas länger das Thema Wachstumsrücknahme, Degrowth, Décroissance in die Gesellschaft angekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir schon von einer Décroissance-Bewegung in Deutschland sprechen können, das ist noch zu früh. Aber die Anzahl und die Begeisterung der Leute, die an diesem Kongress teilgenommen haben, geben sicherlich Grund zur Hoffnung. Wir stehen auch von einer Vielfalt an Positionen und Ansätzen für die weitere Diskussion, die ich ja gerne mit zwei Fragen zusammenfassen möchte. Mit vier Fragen zusammenfassen möchte. Können wir noch wachsen? Ist Wachstum überhaupt noch möglich? Die zweite Frage: Dürfen wir noch wachsen? Ist unter ökologischen und sozialen Bedingungen, und beide stehen für mich eng miteinander verknüpft und sind untrennbar, Klimawandel, biophysische Grenzen, globale Gerechtigkeit, ist unter ökologischen und sozialen Bedingungen Wachstum moralisch vertretbar? Die dritte Frage ist: Wollen wir noch wachsen? Steht Wachstum im Einklang mit unseren Vorstellungen eines guten Lebens? Und die vierte Frage ist: Wer ist wir? Wer hat das Sagen? Wer beteiligt sich? Und wer ist ausgeschlossen in dieser Diskussion? Der globale Süden, Geschlechterperspektive, soziale Benachteiligte und so weiter und so fort. Der Kernpunkt, um es etwas schwach zu formulieren, ist für mich: Wenn wir uns auf einem Weg ökologischer und sozialer Gerechtigkeit auf globaler Ebene begeben wollen, dann müssen wir notwendigerweise mit Schrumpfung rechnen. Die Augen davor zu verschließen, ist eine unverantwortliche Illusion. Die Herausforderung ist dann,
sich heute schon Gedanken zu machen, wie es unter den Bedingungen einer schrumpfenden Wirtschaft ökologische und soziale Gerechtigkeit gewährleistet werden kann. Und damit bin ich jetzt erstmal Schluss. Hans-Jürgen, würdest du was aus Sicht der Gewerkschaften sagen? Ich denke, der Begriff Schrumpfung ist in Gewerkschaftskreisen vielleicht noch nicht allzu sehr beliebt. In der Tat, das ist eine ganz spannende Diskussion aus einer gewerkschaftlichen Perspektive. Und deswegen möchte ich zu der Frage immer ein bisschen schielend auf die Uhr, damit ich nicht zu lange rede, wo stehen wir, auch aus dieser Perspektive was sagen. Ich bin jetzt in, glaube ich, 4 Veranstaltungen auf diesem Kongress gewesen. Und ich glaube, feststellen zu können, dass wir an verschiedenen Stellen gemeinsam große Fortschritte gemacht haben, dass es aber auch noch Punkte gibt, wo wir die Diskussion fortführen müssen. Ein Fortschritt sehe ich in folgender Frage. Ich habe in allen Diskussionsbeiträgen, die ich mitbekommen habe, egal in welchem Forum es auch war, einen Konsens gespürt. Und dieser Konsens war der, es geht nicht um die Frage ökologische Veränderungen oder soziale Veränderungen, sondern es geht nur beides zusammen. Die grundlegende Transformation der kapitalistischen Gesellschaft, vor der wir stehen, muss eine sozial-ökologische sein oder sie wird nicht stattfinden. Damit haben wir uns einen Konsens erarbeitet, der vor 4-5 Jahren überhaupt nicht selbstverständlich war. Und das heißt für die, die stärker aus der Ökologie-Ecke kommen, die soziale Komponente stärker zu berücksichtigen. Und es heißt für uns als Arbeiterbewegung, die ökologische Komponente stärker zu berücksichtigen, als wir das bisher getan haben. Aber damit es spannend weitergeht, will ich auch die Punkte benennen, wo es Dissense gibt oder wo es unterschiedliche Akzentsetzungen gibt. Das müssen wir diskutieren. Einigkeit besteht, diese Form des Wachstums, die wir haben, kapitalistisch deformiertes Wachstum, Wachstum, das getrieben ist, durch den Antrieb zu produzieren, um mehr Produkt hervorzubringen, um Mehrwert hervorzubringen, der wieder in Kapital rückverwandelt wird. Diese Form der Dynamik des kapitalistischen Wachstums hat keine Zukunft. Er hat keine Zukunft, er darf keine Zukunft haben, weil die Folgeschäden einfach zu frappierend sind. Und das bedeutet, das sind die gemeinsamen Punkte, und das bedeutet, es gibt kein Zurück hinter die Erkenntnisse, dass ein naiver Wachstums- und Fortschrittsglaube passé ist. Jetzt werdet ihr sagen, das ist kein Dissens. Aber ich sage euch, wir haben uns in den letzten 20 Jahren stark gequält mit dieser Frage. Und es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass wir da einen gemeinsamen Punkt haben. Aber jetzt kommt vielleicht der Dissens. Diese kapitalistische Wachstumsdynamik, die all diese katastrophalen Folgeschäden hervorbringt, die profitgetrieben ist und sich nicht kümmert um das, was die Menschen wollen, das, was die Menschen brauchen, ist eine sehr, sehr widersprüchliche Angelegenheit. Sie hat auch eine andere Medaille, eine andere Seite. Sie bringt ein Mehrprodukt hervor, das missbraucht werden kann, indem es in private Vermögen und in neues Kapital geht, das diesen Kreislauf am Kacken hält. Sie bringt aber auch ein Mehrprodukt hervor, das ganz anders verwandt werden kann, das sozialstaatlich umverteilt werden kann, das genutzt werden kann, um öffentliche Güter anzubieten, im Bereich der Bildung, öffentliche Hochschulen, Gesundheitsversorgung ohne soziale Zugangschancen. Und so weiter und so fort. Diese Verwendung ist immer umkämpft in kapitalistischen Gesellschaften. Und das, was man erreicht hat, ist nie gesichert, weil es sich immer wieder durchsetzen muss, gegen diese Tendenzen es zu kommerzialisieren und für die Profitproduktion nutzbar zu machen. Aber es hat Phasen gegeben, wo wir relativ weit vorangekommen sind, selbst diesem Kapitalismus diese Elemente des Fortschritts abzuringen. Und das, was wir in den letzten 20 Jahren gemacht haben, war doch auch, sie gegen den Neoliberalismus zu verteidigen. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn wir nicht hinter die marxische Kapitalismuskritik zurückfallen wollen, dann müssen wir registrieren, dass diese Dynamik nicht nur auch materiellen Fortschritt, so er denn richtig verwendet wird, in sich birgt, sondern auch das hat, was Marx die zivilisatorische Tendenz des Akkumulationsprozesses genannt hat. Das heißt, die Entwicklung von Fähigkeiten des Individuums, von Bedürfnissen, von Interessen. Und das, Kolleginnen und Kollegen, ist zum Beispiel nichts anderes wie die Fähigkeit, das Bedürfnis, der Wunsch zur globalen Kommunikation. Auch das Web
Und auch die Fähigkeit, dass man mittlerweile zu fast akzeptablen Preisen Laptops kaufen kann, mit denen wir global kommunizieren, für die gute antikapitalistische Sache, ist auch ein Resultat dieses kapitalistischen Akkumulationsprozesses. Und deswegen ist die spannende Frage meiner Auffassung nach, und das müssen wir diskutieren, nicht nie wieder wachsen, sondern anders wachsen. Und die spannende Frage ist, was soll wachsen und was darf nicht wachsen? Und die noch spannendere Frage ist, wie kommen wir zu demokratisch legitimierten Entscheidungen, die das eben dann in den gesellschaftlichen, in den wirtschaftlichen Produktionsprozess hineingeben, was wachsen soll und was nicht wachsen soll. Und das sind meiner Auffassung nach die ganz, ganz spannenden Fragen. Und da müssen wir konzeptionell noch ein Stück weit arbeiten. Und was das zum Beispiel für die Gewerkschaften bedeuten kann, bedeuten muss, die natürlich, und da beißt die Maus ja keinen Faden ab, ihre großen Erfolge auch dadurch errungen haben, dass sie Wachstumserträge umverteilt haben. Was das für eine solche Organisation heißt, das müssen wir diskutieren, und ich werde gleich gerne, damit ich jetzt nicht zu lange rede, in einem zweiten Beitrag einiges dazu sagen, was ich in meine Organisation einbringen will als eine der Schlussfolgerungen aus dieser gemeinsamen Diskussion. Ach ja, ich soll noch mal hier darauf hinweisen, dass wegen des Radrennens die Gefahr besteht, dass Autos abgeschleppt werden, die hier vor dem Gebäude geparkt haben. Also das ist keine Regie unserer Vorbereitungsgruppe. Also nicht, dass hier welche denken, wir wollen hier eure Autos wegschleppen, schon mal als Aktion. Es ist keine Aktion, es ist wirklich wegen des Radrennens. Angelika, ich denke mir, dass du da sicherlich andere Akzente setzen wirst. Da bin ich schon gespannt. Ja, ich habe mich gefreut, dass in diesem Kongress die Frage des Wachstums so viel Zuspruch gefunden hat, so viel rege Diskussion gewesen ist. Ich habe mich aber auch darüber gefreut, dass diese Wachstumsdebatte nicht nur die Frage gewesen ist, auf die du jetzt eingegangen bist, geht das überhaupt mit Kapitalismus, ja oder nein? Geht eine Postwachstumsgesellschaft innerhalb dieser Strukturen oder müssen wir nicht erst den Kapitalismus abschaffen? Diese Frage kommt immer wieder, sie ist wichtig, aber sie hat nicht, nach meinem Eindruck, den ganzen Kongress bestimmt. Und für mich war es auch wichtig, dass in diesem Kongress nicht nur die kapitalistische Marktwirtschaft im Zentrum stand, sondern dass auch andere Teile der Ökonomie deutlich geworden sind, nämlich das, was an informeller Ökonomie geleistet wird, das, was an Ehrenamt, was an hauswirtschaftlicher Arbeit geleistet wird, diese Teile der Ökonomie, dass die auch deutlich geworden sind und ihr Beitrag zu unserem Leben insgesamt, und dass wir uns nicht allein konzentrieren sollten auf die Frage, wie kann man den Kapitalismus ändern, wenn wir uns auseinandersetzen mit der Frage, wie kann eine Wirtschaft, eine Gesellschaft ohne Wachstum existieren, wie muss sie aussehen? Und für mich ist klar, dass wir eine Postwachstumsgesellschaft brauchen. Für mich ist die Frage offen, ob der Kapitalismus so wandlungsfähig ist, dass er zu einer wachstumsbefriedeten Wirtschaftsform werden kann. Das ist für mich eine offene Frage. Was für mich interessant war und wichtig war, dass sich in diesem Kongress einige Konturen einer Postwachstumsgesellschaft abgezeichnet haben, die, wenn ich das so ein bisschen nach Beifall sortieren kann, durchaus eine große Zustimmung gefunden haben. Das waren solche Charakteristika wie eine Regionalisierung, wie eine stärkere Selbstversorgung neben der Fremdversorgung über den Markt, eine Verringerung des Konsumszwangs, ein größeres Gewicht auf Gemeingüter statt individuell angehäufter Güter, dass wir in einer Postwachstumsgesellschaft, wenn wir die Arbeitslosenfrage lösen müssen, und das ist zentral, zu einer sehr starken Arbeitszeitverkürzung kommen müssen, ob wir gleichzeitig ein Grundeinkommen brauchen oder stattdessen, das war eine Frage, die kontrovers diskutiert worden ist. Es war deutlich, dass wir für eine Postwachstumsgesellschaft eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen brauchen, dass wir mehr unmittelbare Demokratie in Politik und Unternehmen und im eigenen Lebensumfeld brauchen.
Und es war auch deutlich, dass wir eine Vision brauchen, wie wir in dieser Postwachstumsgesellschaft leben können, hier und in anderen Ländern der Welt. Und da hatte ich das Gefühl, dass der Wunsch nach einer derartigen Vision sehr stark war. Das merkte man auch sehr deutlich in den Anfangsbeiträgen, als Acosta von Buenvivir gesprochen hatte. Es wurde auch immer wieder zitiert. Und mein Eindruck ist, dass wir ein Stück weit unsere Hoffnungen jetzt in diesen neuen Begriff transportieren. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe hier, unsere Visionen von einem guten Leben weiterzuentwickeln und zu überlegen, wie unsere bisherige Gesellschaft umstrukturiert werden muss, damit wir mit weniger Wachstum tatsächlich ein gutes Leben und ein gutes Leben für alle führen können. Also ein Stück weit die Warnungen, Hoffnungen jetzt in einen neuen Begriff zu legen, sondern die Aufforderung ernst zu nehmen, diesen Begriff und diese Zukunftsvisionen selbst zu füllen. Und hier, glaube ich, gab es sehr viele Ansätze in diesem Kongress. Und ich würde mir wünschen, dass etwas aus diesem Kongress herauskommt. Du hattest ja gesagt, finden wir bald Ergebnisse. Das sehe ich nicht. Das sehe ich auch deswegen nicht, weil das Wir noch sehr unspezifisch und unbestimmt ist. Aber was ich mir erhoffe, ist, dass viele Impulse von diesem Kongress ausgehen, sowohl individuell Dinge aufzugreifen, die man schon immer machen wollte oder die einem neu gekommen sind, dass Impulse dafür ausgehen, neue Initiativen in Gang zu bringen beziehungsweise alte verstärkt weiterzubringen, Impulse für Initiativen, die ein Stück weit diese Postwachstumsgesellschaft, dieses gute Leben erkennbar machen, attraktiv machen, damit diejenigen, die sich für eine Postwachstumsgesellschaft einsetzen, die es nicht nur abstrakt tun können, sondern sehen, dass es in Einzelteilen schon realisierbar ist, dass wir Experimentierräume schaffen können, wo wir diese Vision sichtbar machen können und dass dieser Impuls aber nicht nur individuell und initiativmäßig wirksam ist, sondern auch im politischen Engagement, damit wir wirklich Rahmenbedingungen, Gesetze haben, die ein anderes ökologisch und sozial vertretbares Leben möglich machen. Matthias, kannst du dazu auch Stellung nehmen? Also ich habe hier bei aller Unterschiedlichkeit zwischen zum Beispiel Hans-Jürgen Urban und Angelika Zahntuch auch schon so einige Gemeinsamkeiten entdeckt. Jetzt bin ich mal gespannt, was Attac dazu sagt. Ja, ich möchte zuerst mal damit anfangen, ein sehr, sehr positives Resümee dieses Kongresses zu ziehen. Ich glaube, der Kongress kommt zum richtigen Zeitpunkt. Er diskutiert auch die richtigen Fragen und vor allem diskutiert er diese Fragen mit den richtigen Akteuren. Und das möchte ich kurz ausführen. Der Zeitpunkt ist deswegen richtig, weil die ökologischen Probleme immer drängender werden und sich immer weiter zuspitzen. Wir sehen es. Das gehört natürlich zur Regie. Gleichzeitig erleben wir auch, dass seit der Weltwirtschaftskrise 2007, 2008 eine Art Orientierungslosigkeit bei vielen Leuten sich breit gemacht hat und eine Suche nach grundlegenden Alternativen, Ökonomie und Ökologie neu ins Verhältnis zu setzen. Die Frage jenseits des Wachstums ist auch richtig, weil, und dies scheint ein relativ breiter Konsens zu sein hier, unsere Ökonomie, das kapitalistische Entwicklungsmodell, das Leben auf diesem Planeten grundlegend in Frage stellt. Auf einer sehr breiten Basis überschreiten wir derzeit die ökologische Tragfähigkeit dieses Planeten und ein grundlegendes Umdenken ist daher notwendig. Das haben vor allem die Keynotes, finde ich, sehr, sehr deutlich gemacht. Und wir diskutieren mit den richtigen Akteuren. Anders als die Diskussionen, die angefangen haben in Südeuropa, in der Décroissance-Bewegung vor allem, haben wir hier von Anfang an die soziale Frage sehr, sehr eng mit der ökologischen zusammengedacht und auch gewerkschaftliche Akteure und dieses eher Sozialspektrum mit eingebunden in die Diskussion. Und ich glaube, das ist ein Vorteil von dem, was hier passiert ist.
Der Kongress hat es geschafft, sehr viele Menschen zu erreichen und für viele, glaube ich, auch ein neues Thema zu begeistern und zu interessieren. Und dies ist, glaube ich, einer der größten Erfolge, ein sehr, sehr komplexes Thema zugänglich gemacht zu haben und Interesse zu wecken bei sehr, sehr vielen Menschen. Und gleichzeitig erlebe ich dass der Zugang über dieses Wachstumsthema ein sehr, sehr grundlegendes Fragen ermöglicht und bei vielen Menschen einen Fragen und ein Horizont öffnet, der sehr, sehr viel weiter geht als bei bisherigen Diskussionen, die wir in den letzten Jahren geführt haben. Es ist schon viel gesagt worden zu dem, was eigentlich hier als Konsens man sagen kann und wie weit der auch nicht geht. Und ich stimme da relativ weitgehend überein, wenn man diese gesamten Teilnehmerinnen hier ansieht. Deutlich ist, das gegenwärtige Wachstumsmodell ist keine Lösung für die gegenwärtigen Krisen und wir müssen umlenken. Nicht deutlich ist jedoch, und das müssen wir, glaube ich, auch hervorheben, in Bezug auf diesen anderen Teil, Alternativen, Visionen und Strategien, was konkret wir unter einer Postwachstumsgesellschaft uns vorstellen oder auch wie konkret die anderen soziales Wachstums- und grünes Wachstumsmodelle aussehen. Ich habe aber den sehr, sehr ernsthaften Versuch erlebt, hier auf diesem Kongress in vielen Veranstaltungen, die soziale Frage mit der ökologischen eng zusammenzudenken und auch die Differenzen innerhalb dieser beiden Alternativen Wachstum, Nichtwachstum konkret zu definieren und auf den Punkt zu bringen. Ein weiterer Punkt oder ein letzter Punkt vielleicht, den ich als eine Art Konsens hier erlebt habe, ist, dass die materielle Absicherung von allen Menschen und die gesellschaftliche Teilhabe als ein Recht notwendig ist, um auf gleicher Augenhöhe die Diskussionen zu führen, die notwendig sind, um den Umbau demokratisch zu gestalten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Eine grundlegende Umverteilung ist notwendig und eine Absicherung derjenigen, die am wenigsten haben, damit dieser Umbauprozess in einer Situation ohne Angst geführt werden kann. Vielleicht soweit erstmal. Ich denke, wir haben schon anhand der Eingangsstatements festgestellt, dass es sowohl Gemeinsamkeiten als auch schon Widersprüche gibt, die es eventuell auszuhalten geht und wir das Gemeinsame trotzdem nicht aus dem Blick verlieren. Also was ich jetzt mal so herausgehört habe, dass hier Einigkeit besteht, dass es so nicht weitergeht mit diesem Wachstumsparadigma, dass es die Lebensgrundlagen der Menschen und die Natur zerstört, dass wir handeln müssen. Auch Einigkeit besteht hier, dass die ökologische und die soziale Frage nur zusammen gedacht und gelöst werden können. Und Einigkeit besteht auch, dass diese Neugestaltung unserer Gesellschaft nur in einem demokratischen Prozess vonstatten gehen kann. Jetzt wollte ich euch noch mal fragen, was sind für euch noch mal die Widersprüche? Und wie denkt ihr, dass ihr bzw. eure Organisation diese Widersprüche zum Teil aushalten können und trotzdem etwas Gemeinsames mit anderen aus der sozialen Bewegung erstreiten können? Barbara? Ja, ich habe einige, ich weiß nicht, ob ich die Widersprüche nennen würde, sicherlich so Spannungen, was auch sehr bereichernd sein kann, und das ist das Schöne, möchte ich nochmal betonen, an dieser Vielfalt der Diskussion hier. Ich möchte auf ein Spannungsverhältnis insbesondere jetzt eingehen, und das ist das zwischen den individuellen Lebensstilentscheidungen, die mehr auf Verzicht ausgerichtet sind, und der Umgestaltung von strukturellen, systemischen und gesamtgesellschaftlichen Bedingungen. Es muss kein Widerspruch sein, wenn wir unsere individuellen Entscheidungen nicht entpolitisieren, das wurde schon von Angelika Zahnt erwähnt, sondern als Schritte der politischen Teilhabe in der Gesellschaft formulieren. Noch zugespitzt formuliert, wenn wir nicht akzeptieren, in die Rolle der Konsumentin zurückgedrängt zu werden, die nur in ihre Kaufentscheidung oder auch nur in ihre Kaufablehnung
Einfluss nehmen kann, sondern wir uns als Bürgerinnen und Bürger verstehen, die die Gesellschaft mit- und umgestalten politisch. Serge Latouche, die größte Figur sozusagen der französischen Décroissance-Bewegung, hat das mal so formuliert: Décroissance ist nur in einer Décroissance-Gesellschaft möglich. Das bedeutet für mich, dass wir uns nicht nur für formale, sondern auch für reelle Demokratie kämpfen müssen. Es braucht es Politik, es braucht es einen Staat, der diese Prozesse gewährleistet, ermöglicht und fördert. Und zwar nicht nur formal, sondern auch reell. Dass alle die tatsächliche Möglichkeit haben, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Und dafür braucht es mehr als nur die formale Demokratie. Es braucht es materielle Bedingungen. Und es braucht auch die, wie soll ich das sagen, die psychologische Bedingung, dass man weiß, einen Unterschied machen zu können. Mit einem schrecklichen Wort fasse ich das zusammen mit dem Selbstwirksamkeitsgefühl. Man muss das Gefühl haben, wirksam sein zu können, um überhaupt sich zu beteiligen. Und das muss als eine notwendige Bedingung auch geschaffen werden. Einzelne Aktionen und private Entscheidungen sind wichtig. Sie machen aber, so glaube ich, nur Sinn, wenn sie durch gesamtgesellschaftliche Ziele getragen werden. Das war's. Hans-Jürgen, ich könnte mir vorstellen, dass du zu diesen Aussagen zumindest andere Tendenzen setzen würdest, also in der Tendenz etwas anders. Aber es wäre nochmal wichtig, wo seht ihr Widersprüche und wo könnt ihr die eventuell auch aushalten? Also ich sehe zurzeit überhaupt keine Widersprüche, die man nicht aushalten kann, sondern im Gegenteil. Irgendwann habe ich mal gelernt, dass die Widersprüche überhaupt die Energie produzieren, aus dem sich das meiste bewegt. Insofern habe ich eine gewisse Grundsympathie zum Widerspruch. Ich will zwei Dinge, damit es nicht so abstrakt bleibt, sagen, wie ich das meine. Und ich habe vorhin gesagt, warum ich mit dem Begriff der Postwachstumsgesellschaft meine Probleme habe und stärker den Begriff eines selektiven, qualitativen Wachstums besser finde, weil es Bereiche gibt, von denen ich will, dass sie wachsen und weil ich der Auffassung bin, dass es dazu auch ein ökonomisches Mehrprodukt braucht. Aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt, auf den ich beharren will, sondern ich will ganz kurz was sagen zu dem, was so abstrakt klingt, aber ganz konkret ist. Nämlich zu diesem immer wieder Rumnörgeln, was hat das alles mit dem Kapitalismus zu tun? Ich will nicht diese alte abstrakte Debatte, geht das oder geht das nicht? Ich bin der Auffassung, es geht nicht im Kapitalismus, aber damit ist ja noch nicht viel gewonnen. Sondern was ich sagen will ist, wir müssen uns immer vergegenwärtigen, unter welchen Rahmenbedingungen wir diese Versuche unternehmen, in kleinen Schritten voranzukommen. Ich will das an einem Beispiel fertig machen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es eine grundlegende Energiewende braucht. Dass die fossilistische Art und Weise, Energie zu gewinnen, so nicht weitergehen kann. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die Solarenergie entweder der entscheidende Punkt ist oder einer der wichtigen Punkte ist. Der Kapitalismus hat das mindestens so schnell verstanden wie wir. Die Finanzmärkte reagieren. Ich habe am Samstag, ich weiß auch nicht warum, ich und wer noch alles, in meinem Briefkasten einen Brief bekommen. Da steht drin von einem Unternehmen, Solar Millennium Invest AG, mit der Sonne Geld verdienen, von der Energiewende profitieren und dann geht das weiter. Sehr geehrter Herr Urban, heute stellen wir Ihnen Unternehmensanteile an unserem Unternehmen vor, eine attraktive Anlageform mit einem festen Zinssatz und überschaubaren Laufzeiten und die versprechen mir 6% Zinsen für eine Laufzeit von 5 Jahren garantiert. So, und was ich jetzt meine ist Folgendes. Wo wollen die unter auch nur einigermaßen akzeptablen Bedingungen 6% Zinsen herkriegen in einer Ökonomie, von der wir ausgehen können, dass sie 2 bis 3 Prozentpunkte wächst? Ist das nicht das alte Spiel der Zockerei, jetzt nur mit neuen Produkten? Und das ist das, was ich meine. Das ist das, was ich meine. Der Weg geht nicht, weil es die Fortsetzung der kapitalistischen Deformation ist. Und ich nenne ein zweites Beispiel. Wir haben lange diskutiert in der IG Metall, wie stehen wir zur Atomkraft.
Wir haben mittlerweile eine klare Position und ich freue mich sehr darüber, dass die IG Metall auch bei den Protestaktionen, die wir am 28. Mai gemeinsam miteinander gemacht haben, aufruft, unterstützt, finanziell, politisch. Viele von uns dort sprechen, gemeinsam mit anderen Organisationen. Und wir fördern und wir pushen, wo wir können, Unternehmen, die sich sozusagen mit der regenerierbaren Energie Gewinnung beschäftigen und so. Aber auch da wird wieder deutlich, was das heißt, das unter kapitalistischen Verhältnissen zu probieren. Weil schaut euch die Arbeitsbedingungen in diesen Unternehmen an. Das ist Frühkapitalismus des 19. Jahrhunderts. Das ist Ausbeutung pur. Keine Arbeitnehmerrechte, prekäre Beschäftigung, keine sozialen Mindeststandards. Und das bedeutet ganz konkret sozial-ökologische Transformation, regenerierbare Energiequellen. Ja, natürlich, was denn sonst? Aber eben mit dem Kampf um soziale Arbeitnehmerrechte, mit Mindestlohn, mit Equal Pay, mit Kampf gegen prekäre Beschäftigung. Und das heißt eben auch, den Kapitalismus ernst nehmen und ihn anzugehen. Und das ist mein Hinweis, der so abstrakt klingt, der aber, glaube ich, in diesen Situation ganz, ganz konkret wird. Habe ich dich richtig verstanden, Hans-Jürgen, dass ihr als Gewerkschaften euch die Dinge genau anschaut und unter die Lupe nehmt? Und das ist vielleicht auch eine Aufforderung, wenn wir uns einmischen wollen in die Umgestaltung der Verhältnisse, dass wir uns diese Verhältnisse wirklich von allen Seiten aus betrachten und genau hinschauen und dass man nicht die eine Seite vergisst und die andere Seite dann pusht. Mich würde mal interessieren, Angelika, was da deine Meinung aus BUND-Sicht dazu ist. Ich möchte doch gerne einhaken bei der grundlegenden Frage, und wo der Widerspruch hier ist. Die Frage, ist der Kapitalismus reformierbar, ist für mich eine offene Frage. Für mich ist aber ganz klar, dass wir im Augenblick nicht in einer revolutionären Situation sind, wo sich der Kapitalismus so leicht abschaffen lässt. Von daher ganz pragmatisch, glaube ich, muss man sehen, inwieweit man jetzt Möglichkeiten hat, Kapitalismus zu reformieren, der ja nun angeschlagen ist in der Krise. Von daher, glaube ich, ist das eine Basis, auf der man immerhin gemeinsam arbeiten kann, zum Beispiel sich gemeinsam für eine Energiewende einsetzen kann. Aber bei der Energiewende, finde ich, wird auch schon deutlich, wir sind BUND, alle Umweltverbände, genauso wie die Gewerkschaften, für erneuerbare Energien, für Energieeffizienz. Aber die Frage ist doch, inwieweit sind wir tatsächlich für das Energiesparen und inwieweit lässt sich ein Energiesparen mit dem herrschenden Wachstumsmodell vereinbaren. Mit erneuerbaren Energien kann ich Geld verdienen, du hast es gesagt. Mit Energieeffizienz kann ich, wenn ich es klug mache, auch Geld verdienen. Aber wenn ich eben nicht das Elektroauto kaufe, mir nicht das dritte iPhone kaufe, wenn ich, auch wenn es eben sehr energiesparend ist, wenn ich Dinge mir nicht kaufe, damit verdient niemand Geld. Und das sind Dinge, die wichtig sind. Und wenn wir wirklich zu einem radikalen Weniger an Ressourcen kommen wollen und einem Weniger an Emissionen, dann müssen wir eben sehr viel mehr machen, als nur die energieeffizientesten Geräte uns anzuschaffen. Von daher, ich bin der Meinung, dass das, was du so schön gesagt hast, wir sollten gar nicht so über Postwachstum diskutieren, sondern es muss ja manches wachsen und anderes schrumpfen und selektives Wachstum ist doch ein guter Begriff oder andere präferieren das grüne Wachstum. Für mich ist das eine Strategie, die vielleicht ein Stück weit trägt und weiteres Wachstum produziert. Für mich ist es aber gleichzeitig eine Formel, die überdeckt, dass wir eigentlich das Wachstum, die Wachstumsstrategie als solches diskutieren müssen. Denn es beschönigt, dass wir mit unserem bisherigen Modell weiter, schneller, mehr an Grenzen gekommen sind, die sich vielleicht durch eine ökologische Variante ein Stück weit hinauszögern lassen, aber dass es sinnvoll ist, diese Philosophie weiter, schneller, mehr jetzt zur Debatte zu stellen, jetzt zu kritisieren, jetzt Alternativen zu entwickeln, statt zu versuchen, mit der grünen Variante noch ein Stück weit die Konflikte zu entschärfen.
Von daher haben wir hier einen massiven Dissens. Und eine Debatte, wo ich glaube, dass wir ganz ruhig weiter diskutieren müssen, aber versuchen müssen, wie wir ein bisschen produktiver diskutieren könnten, ist die Frage zwischen Grundeinkommen und Arbeitszeitverkürzung. Die Debatte läuft seit 15 Jahren mit sehr ähnlichen Argumenten. Und hier wünsche ich mir, dass wir, und das wäre ein Punkt, wo ich glaube, dass man wirklich auch sehen muss, ob es tatsächlich Experimentierräume nicht nur in Namibia für dieses Modell gibt, sondern auch bei uns, wie das aussieht. Und was ich mir von den Gewerkschaften wünschen möchte, ist, dass für mich eine Vision erkennbar wird, wie bei jetzt meint, wie nennen wir das selektiven Wachstum, wie das denn in 10 und 20 Jahren aussieht. Für mich ist kein Bild erkennbar, wie eine langfristige Strategie der Gewerkschaften aussieht, die die globalen Herausforderungen tatsächlich ernst nimmt. Danke, Angelika. Ob das Grundeinkommen und eine radikale Arbeitszeitverkürzung ein Vehikel sein könnte, die Menschen so abzusichern, dass sie sich in diesem demokratischen Prozess der Einmischung, wie soll unsere Gesellschaft und wie soll die Produktionsweise gestaltet werden, auch tatsächlich rein wagen, ohne Angst um ihren Arbeitsplatz zu haben, der eventuell die Umwelt zerstört. Das ist eine Frage, die auch bei ATTAC heftig und im Widerspruch diskutiert wird. Matthias, magst du darauf auch eingehen oder siehst du andere Widersprüche? Ich wollte zuerst mal auf diesen scheinbaren Widerspruch eingehen, der jetzt hier formuliert wurde, ob das Diskutieren über eine Gesellschaft und Ökonomie jenseits des Wachstums gleichzeitig immer ein Diskutieren um das System des Kapitalismus sein muss. Ich habe die Diskussion hier anders wahrgenommen. Ich habe ein sehr, sehr differenziertes Fragen gesehen, ein Suchen danach, wo wir innerhalb der Strukturen ansetzen können und konkrete Hebel entwickeln, die über die kapitalistischen Strukturen hinausweisen und damit bestimmte Bereiche dem Wachstumszwang entziehen, mit denen wir aber heute anfangen können. Und Hansi Urban hat es ja im Prinzip auch genauso formuliert, so hatte ich das verstanden. Eins muss jedoch klar sein, und ich glaube, es ist wichtig, das jetzt nochmal zu betonen, dass es nicht darum gehen kann, innerhalb der kapitalistischen Strukturen und Verteilungsverhältnisse die Ökonomie zu schrumpfen. Das erleben wir gerade in Südeuropa und wir erleben auch, was es für eine soziale Katastrophe bedeutet. Das heißt, wichtig ist, wenn wir über Postwachstum reden, dass wir konkrete Hebel verändern und konkrete ökologische und soziale Veränderungen vornehmen, die vielleicht als Effekt, viele von uns würden sagen, die sicher als Effekt dazu führen, dass das Bruttoinlandsprodukt, irgendein Indikator, schrumpft, dass die vorgenommen werden. Aber die Veränderungen müssen so sein, dass soziale Teilhabe für alle gesichert ist, weil sonst kommen wir in diesen Rezessionsprozess rein. Und in der französischen Décroissance-Bewegung gibt es da einen, finde ich, sehr, sehr schönen Spruch, denn der sagt nämlich, Ihre Rezession ist nicht unsere Décroissance. Und ich glaube, das müssen wir betonen. Vielen Dank, Matthias. Wolltest du noch was sagen? Ich hatte noch ein paar andere Punkte, aber vielleicht die Zeit auch schon vorbei. Eine halbe Minute. Okay. Ich wollte dann auch noch kurz auf das Missverständnis eingehen, was, glaube ich, oft kommt, dass Postwachstum bedeutet, nichts mehr darf wachsen. Weil es ist ja de facto nicht so. Und ich habe auch erlebt, dass wir eher hier einen Annäherungsprozess insofern beobachten konnten, dass konkret hingeschaut wurde. Und ich glaube, da müssen wir auch anknüpfen, was muss wachsen, was muss schrumpfen. Und nicht nur so abstrakt, sondern auch ganz konkret, unter welchen Bedingungen soll beispielsweise der Energiesektor wachsen. Und Hans-Jürgen hat dazu einiges gesagt. Soll der Energiesektor weiterhin monopolistisch von 4 großen Energiekonzernen organisiert sein und nach Profitinteressen organisiert? Oder geht es um eine dezentrale, demokratisch kontrollierbare Energiewirtschaft? Das gleiche im Dienstleistungssektor. Soll der über den Markt organisiert sein oder sollen die zusätzlichen Dienstleistungen, die wir natürlich brauchen, in Form von Gemeingütern organisiert sein? Und gleichzeitig müssen wir eben auch reinkommen in konkrete Diskussionen, welche Wirtschaftsbereiche müssen aber auch schrumpfen und wie können wir Konkretes organisieren, diesen Schrumpfungsprozess?
gehen mal wieder die Lichter aus, immer wenn Matthias von Schrumpfungsprozessen spricht. Matthias, ist das hier irgendwo mit der Regie abgesprochen? Nee? Ja, alle vier haben ja schon die Betonung, dass ökologisch und sozial zusammengedacht werden muss, dargestellt aus ihrer Sicht. Und ich denke, da ist auch was Gemeinsames drin. Ich habe jetzt noch mal die Frage an euch, wie können die unumgänglichen ökologischen Fragen, Stichwort Klimawandel, die ja eine zeitliche Brisanz haben, wie können die aber so ernst genommen werden, dass die sozialen, politischen, menschenrechtlichen Probleme, auch Probleme Nord-Süd, da nicht runterfallen? Und wo würdest du jeweils Prioritäten setzen wollen? Oder was könnten nächste konkrete Schritte sein? Barbara? Ja, ich fange immer an, jetzt kann ich nie auf die Punkte der anderen eingehen. Ich habe das schon gesagt, ich finde es sehr, sehr problematisch, ökologische und soziale Frage auseinanderzuhalten. Die gehören zusammen und die gehören überall zusammen. Und gerade in diesem Kongress nochmal sehr stark ist geworden, wie dieser Zusammenhang wichtig ist, vor allem für die Länder des Südens. Weil immer das Argument kommt, dass Wachstum ja eine notwendige Bedingung sei, bis zu einer gewissen Schwelle für die Länder des Südens. Es ist immer die Frage, wovon reden wir hier, was für Zwänge werden hier erzeugt. Und eine Sache, die nochmal sehr stark geworden ist, ist dieser ganz enge Zusammenhang. Man kann das eine oder das andere nicht denken, wenn man aufhört, diese Trennung zwischen Mensch und Natur weiterzudenken, Natur einfach nur als eine Dienstleistung, als nur instrumentell gedacht. Und das habe ich gelernt von vielen Workshops und Foren hier auf dem Kongress von den Freundinnen und Freunden aus Ländern des Südens. Und das ist ein Umdenken nötig. Und zum Stichwort Umdenken, glaube ich, da gab es auch viele Diskussionen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch wieder aus der Décroissance-Bewegung hier gerne aufnehmen wollen. Es geht um einen kulturellen Prozess, sich von der Sucht des Wachstums zu befreien. Also die Botschaft ist eine Befreiung aus einer Sucht, aus einer Wachstumslogik. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Was nicht ausschließt, dass wir uns auch ganz konkret und technisch mit Frage von Indikatoren beschäftigen, das ist auch wichtig und schön. Aber das ist wirklich, finde ich, ein Kernpunkt der Diskussion. Zu deiner Frage über konkrete Schritte würde ich gerne jetzt eingehen und sagen, ich verstehe diesen Kongress als einen Anfang, ein sehr schöner Anfang. Und durch diesen Anfang wird für mich diese Debatte jetzt in die Gesellschaft transportiert und soll dort weiter stattfinden, nicht nur als ein Reden, sondern wirklich durch konkrete Aktionen, durch eine konkrete Teilhabe. Man könnte ganz viel auflisten, ich werde nur ein paar Punkte erwähnen, einfach nur so als Appetitmacher für all diejenigen, die jetzt Lust haben, rauszugehen, um was zu tun. Ich finde, das erste Wichtigste ist jetzt sofort Netzwerke bilden und weitermachen. Und eine ganz konkrete Möglichkeit, die schon global verankert ist, muss ich hier erwähnen, ist das sogenannte Picnic for Degrowth. Man kann das im Internet sich suchen unter www.picnicfordegrowth.net. Das findet weltweit am 5. Juni, Umwelttag, statt. Und die Aufforderung ist, einfach die Einladung ist für alle, entweder Punkte zu finden, wo bereits Gruppen das organisieren. Es gibt eine sehr aktive Gruppe in Heidelberg zum Beispiel. Aber wenn es in eurer Nähe keine Gruppe ist, kann man das einfach ins Leben rufen. Es ist wirklich eine Gelegenheit, jetzt anzufangen, Netzwerke zu bilden. Ich könnte viel mehr dazu sagen. Ich würde einfach alle einladen, sich die Seite anzugucken. Und da kann man auch wirklich auf eine Weltkarte sehen, wo überall die Picnic for Degrowth stattfinden. Und es gibt auch viel mehr andere
Möglichkeit. Ich erwähne nur hier die weitere Diskussionstermine sozusagen der Degrowth-Bewegung die Growth-Diskussion. Es wird Anfang nächsten Jahres in Deutschland auch eine Konferenz organisiert. Ich denke, die Information kommt dann. Es ist noch ein bisschen unklar, wann genau. In Mai in Montreal in Kanada wird es eine große Degrowth-Konferenz stattfinden. Und die nächste internationale Degrowth-Konferenz ist vom 19. bis zum 23. September in Venedig, Italien, fantastischer Ort, ohne Autos, organisiert. Und da sind natürlich alle eingeladen, diese Diskussion weiterzutragen. Es wäre aber schade, wenn wir in Venedig nicht weitergekommen wären für die Diskussion und wieder von null anfangen müssen. Es ist wichtig, dass bis dahin wirklich was passiert ist und dass wir wirklich diese Ergebnisse mit eintragen. Und zum letzten Wort, was für mich sehr wichtig ist und was ich sehr genossen habe an diesem Kongress und was ich mir wünsche, ist, dass diese Vielfalt beibehalten bleibt. Ich denke, wir sind am Anfang eines Prozesses und es wäre fatal, zu schnelle, vorschnelle Lösungen aus der Tasche zu zaubern und aufzuhören, anderen zuzuhören und diese Vielfalt als Bereicherung nicht zu sehen. Also wirklich ein Gut. Hans-Jürgen? Ja, 1000 Fragen, zu denen man gern was sagen würde, und das spricht für die Debatte. Ich sage jetzt nur was zu denen, die mir am drängendsten sind. Zunächst zu diesem Begriffsstreit, der gar nicht so unsinnig ist, weil manchmal wird beim Streit um Begriffe auch inhaltlich vieles klar. Wenn die Nachwachstumsgesellschaft so gedacht wird, dass auch in dieser Notwendiges wachsen soll, dann ist mir das sehr sympathisch. Und dann ist es mir fast sekundär, ob man das jetzt selektives Wachstum nennt oder wie auch immer. Ich glaube, dass die Strategien des qualitativen und des selektiven Wachstums sich überhaupt nicht drücken vor der allgemeinen Wachstumsdiskussion, sondern im Gegenteil, sie überhaupt nur sinnvoll zu Ergebnissen kommen können, wenn sie diese Wachstumsdebatte führt. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der entscheidende Punkt. Und dass man mich für einen verkappten grünen Wachstumsfan hält, das passiert mir selten. Aber das will ich jetzt auch gar nicht groß thematisieren. Dann muss ich mir vielleicht über mich Gedanken machen. Ich will den berechtigten Hinweis aufgreifen, dass auch die Gewerkschaften ihren Job machen müssen, der zum Beispiel darin besteht, Visionen zu entwickeln, die ein Stück weit auch über den Tag hinausweisen. Das ist gar keine Frage. Und ich kann darauf nur hinweisen, dass wir dran sind. Und ich nehme den Bereich, der für uns am schwierigsten ist. Ich nehme den Bereich der Automobilindustrie. Wir sind seit geraumer Zeit mit einer wirklich neuen Intensität. Und da kann ich für die IG Metall und die Kolleginnen und Kollegen aus den Automobilunternehmen, die Betriebsräte, die Vertrauensleute sprechen. Mit einer neuen Intensität in vielen Veranstaltungen dran. Dieses Thema, was ist eine positive Zukunft einer ökologischen Konversionsstrategie für diesen riesigen industriellen Sektor dran. Und wir sind einig, auch wenn viele Angst vor der Zukunft haben, die da kommt, dass es nicht nur um die Frage der Antriebstechnik gehen kann, also Verbrennungsmotor oder Elektromotor. Wir sind uns einig, dass die Lösung nur darin bestehen kann, neue integrierte Mobilitätskonzepte zu entwickeln. Wir sind uns einig darüber, dass die Lösung dann auch darin bestehen muss, dass diese Automobilindustrie sich grundlegend verändern muss, von Automobilkonzernen hin zu Mobilitätsunternehmen. Diesen Diskussionsstand haben wir uns mittlerweile erarbeitet. Jetzt kann man uns vorwerfen, dass wir bei der Umsetzung noch immer hinterherhinken. Und da sage ich ja, da hinken wir auch weit hinter dem her, was wir machen wollen. Aber das ist weniger eine Frage des Wollens, sondern das ist auch eine Frage von Machtverhältnissen. Und das ist auch eine Frage, warum wir das tun, was wir hier gemeinsam tun, nämlich über Bündnisse nachzudenken und über die Frage nachzudenken, wie wird man dann eben stärker, wenn die Macht, die man alleine hat, nicht ausreicht, wie gewinnt man Bündnispartner? Und deswegen finde ich Kongresse wie diese Art unter Beteiligung der Gewerkschaften, auch wenn es nicht immer für uns ein Heimspiel ist, so wichtig. Ein letzter Punkt. Weil wir das versuchen und weil wir uns selber auch ein Stück in die Pflicht nehmen wollen, ein bisschen Mut zur Utopie zu haben, haben wir einen ganz kleinen Schritt gemacht in der letzten Zeit, in den letzten anderthalb Jahren und haben Folgendes gemacht. Wir haben sozusagen unsere konkreten Aktivitäten, die wir machen,
und die wir für die Zukunft geplant haben, unter eine neue Überschrift gestellt. Die Überschrift, die wir haben, heißt quasi als Slogan, als Aufruf in die Belegschaften, aber auch in die Gesellschaft hinein, gemeinsam für ein gutes Leben. Und diese Idee, die dahinter steckt, ist folgendes. Und es hat viel Kritik in der Organisation gegeben, weil einige gesagt haben, was denn jetzt? Seht ihr jetzt auf einmal auch weichgespült? Wollt ihr nicht mehr kämpfen? Wollt ihr nicht mehr streiken? Wisst ihr nicht mehr, was Klassenkampf heißt? Und wir gesagt haben, doch, das wissen wir alles noch. Und das werden wir auch noch tun. Und das müssen wir nämlich tun, weil das ist die Aufgabe von Gewerkschaften. Aber wir wollen mit diesem Slogan, gemeinsam für ein gutes Leben, auch ganz bewusst einen Slogan wählen, der eben nicht von vornherein festlegt, was wir wollen, sondern der Räume öffnet, der einlädt, was kann denn gutes Leben heißen? Und ich fand das gestern sehr interessant, weil ich war in einem Forum, wo diese Frage diskutiert wurde, wie das Thema gutes Leben zum Beispiel aus der Perspektive der Genossinnen und Genossen aus Lateinamerika oder aus anderen Regionen der Welt beantwortet wird. Und wenn wir da schon einen kleinen Schritt gemeinsam zueinander gekommen sind, indem wir ähnliche Begriffe für ähnliche Visionen finden, vielleicht ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Ja, ich denke, dass dieser Slogan, es ist mehr als ein Slogan, es ist ja ein programmatisches Bekenntnis gemeinsam für ein gutes Leben, dass wir unter dieser Überschrift oder unter diesem Motto auch eine Bewegung sehen, dass Gewerkschaften wieder ein verstärktes Interesse auch an der Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden haben. Und es gibt hier auch erste Gespräche, wie weit diese Kampagne, diese Programmatik auch mit Umweltverbänden gemeinsam vorangetrieben werden kann. Und wir haben ja auch unsere Vision für ein gutes Leben in der Studie Zukunftsfähiges Deutschland zum Beispiel dargelegt. Da gab es ja auch mal Diskussionsstränge vor 15 Jahren, die intensiver waren, als sie es heute sind. Und wenn dieser Kongress ein Stück weit dazu beigetragen hat, die Diskussion zu intensivieren, dann glaube ich, wäre das auch schon positiv. Du hattest aber anfangs gefragt, wo gibt es denn wegen der zeitlichen Brisanz zum Beispiel bei der Klimafrage auch Punkte, wo es möglicherweise Kontroversen gibt zwischen ökologischen Zielsetzungen und sozialen Anliegen. Und da sehe ich schon, dass man auch Prioritäten setzen muss. Thema Atomausstieg, da will und muss ich die Priorität setzen für einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Atomenergie. Und da ist es eben so, dass die Arbeiter und in den AKWs, die jetzt noch laufen, damit Probleme haben, völlig klar. Und bei der Anhörung in der Ethikkommission, da hat ein Gewerkschaftsvertreter also sehr ausführlich geschildert, wie schlimm die Situation für die Mitarbeiter dort ist. Das ist sicherlich so und trotzdem muss man aus Risikogesichtspunkten und für die Energiewende einfach sagen, sie müssen so schnell wie möglich abgeschaltet werden und ich kann nicht damit warten, bis Ersatzarbeitsplätze in der Region geschaffen werden. Ich muss das mit einer vernünftigen Strukturpolitik anstreben, aber da wird es Ungleichzeitigkeiten geben und da muss ich Prioritäten setzen, hier eben zum Beispiel für das Abschalten der AKWs. Ein anderer Punkt, Klima, Flugreisen. Da bin ich der Meinung, dass wir die Kerosinsteuer so bald wie möglich und spürbar brauchen. Was jetzt da ist, ist ein ganz kleiner Anfang. Und wenn ich über diesen Punkt mit Gewerkschaftlern diskutiert habe, dann wurde mir immer gesagt, willst du der Verkäuferin die Flugreise nach Mallorca verbieten? Und damit war das Thema erledigt. Das ist inzwischen ein Stück weit weiter gediehen, aber trotzdem ist hier eine Auseinandersetzung, wie viel ökologischer Verbrauch ist inzwischen ein soziales Grundrecht. Ich glaube nicht, dass Flugreisen dazugehören. Ich bin überzeugt, dass eine warme Wohnung dazugehört, dass Mobilität in bescheidenerem Umfang dazugehört. Über diese Fragen muss man streiten, wie viel soziale Absicherung darf es geben oder inwieweit ist dieses Argument der sozialen Absicherung ein Argument gegen eine Verteuerung des Umweltverbrauchs. Und diese Debatte müssen wir auch gemeinsam führen, wo es Ausgleich geben muss und wo es aber Änderungen im Konsumverhalten und Hilfen zum Energieeinsparen geben muss.
Matthias? Ich wollte jetzt eigentlich dazu was sagen, zu dieser Frage, was tun. Aber jetzt sind auch noch einige Widersprüche gekommen oder Sachen, auf die ich gerne reagieren würde. Ich mache das vielleicht ganz kurz. Das eine ist, was du gerade angesprochen hast, Angelika. Diese Frage ist, glaube ich, eine der zentralen und die ist auch noch nicht so richtig diskutiert worden hier, aber das ist auf jeden Fall eine Spannung, wie wir zum Beispiel mit diesem Problem umgehen, dass Flugverkehr nicht nachhaltig gemacht werden kann auf absehbar. Also es wird nicht passieren. Du hast eine Kerosinsteuer vorgeschlagen. Und es ist aber ein grundlegendes Problem, ob man durch Steuern die Probleme, die ökologischen Probleme lösen kann. Und da wird, glaube ich, relativ deutlich diese Spannung zwischen so einem sehr, sehr starken ökologischen Ansatz, der vor allem darauf schaut, wie können wir möglichst schnell und einfach erreichen, dass kein Kerosin verbraucht wird, und einem Ansatz, der auf die sehr, sehr stark die soziale Frage in den Vordergrund stellt und zum Beispiel fragt, wäre es denn gerecht, wenn sich nur noch die Reichsten der Welt einen Flug leisten können, weil sie eben die Steuer zahlen können und die anderen nicht? Brauchen wir nicht... Das heißt, konkret, das Gleiche könnte man diskutieren auch in Bezug auf den Autoverkehr. Ich glaube, die Lösung ist aber nicht eine Erhöhung der Steuern für das Benzin, sondern ein grundlegendes Fragen, wie wir Mobilität gesellschaftlich anders organisieren können, sodass Mobilität für alle gesichert ist, ohne Menschen auszuschließen, die nicht genug Geld dafür haben. Da gibt es eine Reihe von Konzepten, aber diese Debatten müssen wir führen. Ich sage ganz kurz noch was zu der Frage, was tun. Diese Frage ist sehr, sehr oft gestellt worden auf dem Kongress hier. Wie kommen wir dahin über das, was wir eigentlich immer die ganze Zeit diskutieren? Und zuerst muss man, glaube ich, mal sagen, den einen Hebel, um zu so einer Postwachstumsgesellschaft oder Ökonomie zu kommen, den gibt es nicht. Und es gibt auch nicht im Moment absehbar den gesellschaftlichen Akteur, der dieses Projekt voranbringen kann. Das stellt ein großes strategisches Problem dar. Wir sollten uns gleichzeitig dadurch aber auch nicht lähmen lassen, weil es gibt eine Vielzahl an sozialen Praktiken und an Aktivitäten, Protestformen und Kampagnen, die heute schon laufen und an die wir anknüpfen können, die ihrer Tendenz nach hin zu einer Postwachstumsökonomie hinweisen. Und ich möchte ein paar Beispiele nennen. Das erste ist der Kampf gegen Austerität. Vor allem derzeit im südeuropäischen Kontext geführt. Der wird aber auch hierher kommen. Angefangen hat es schon mit der Schuldenbremse bundesweit und jetzt auch in Hessen in der Verfassung. Dieser Kampf gegen Austerität ist vor allem deswegen wichtig, weil in diesen Situationen Staaten gezwungen werden, die soziale Infrastruktur zu privatisieren, die wir brauchen für den ökologischen Umbau. Bahn, Zugverkehr etc. Diese Sachen müssen wir verhindern und uns dagegen gegen die Privatisierung einsetzen und für die Infrastruktur. Wir müssen die verteidigen, die wir brauchen, um den sozial-ökologischen Umbau zu organisieren. Aber ich muss jetzt auch Schluss machen. Ich spüre neben mir hier starke Bewegungen. Ich glaube, alle möchten jetzt darauf noch was sagen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir zunächst mal die Publikumsrunde machen. Vielleicht werden dort ja schon Fragen entstehen, die darauf hinweisen. Wenn nicht, könnt ihr das vielleicht noch mal in der Schlussrunde mit beantworten. Weil was tun war hier auf einmal wie ein elektrisches Signal, was ich natürlich auch sehr gut finde, persönlich bemerkt. Die Publikumsfragen. Dalida, bist du soweit? Also zunächst einmal von den vielen spannenden, interessanten und wirklich sehr differenzierten Fragen kann man wirklich schließen, dass der Kongress viele gedankliche Prozesse angestoßen hat, viele Fragen angeregt hat und wahrscheinlich einige von euch inspiriert hat. Denn es waren wirklich sehr viele tolle Fragen dabei und es ist uns sehr schwer gefallen, auszuwählen. Jetzt haben wir versucht, für jeden Referenten eine Frage zu haben. Und ich würde zunächst von Matthias beginnen und dann mit Barbara enden. Also Matthias Schmelzer. Sollte sich die Bewegung auf ein erstes gemeinsames Ziel einigen oder sollten alle Ansätze, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeitszeitverkürzung, Finanzmarktreform, gleichzeitig angestrebt werden?
Falls Zweiteres, kann ein Bündel von sozial-ökologischen Reformen geschürt werden? An Angelika Zarnt, bitte ganz konkret, wie Demokratie gestalten für gerechten Übergang? Wie Verteilung von Arbeit und Arbeitszeitreduktion? Wie Produktion umbauen und Konsum reduzieren? Wann und wo wird das gemeinsam konkretisiert? An Hans-Jürgen Urban. Die Gewerkschaften sollen endlich mal aktiv werden. Wann gibt es einen gemeinsamen Streik, der den Arbeitgebern tatsächlich, der die Arbeitgeber tatsächlich unter Druck setzt und vielleicht auch schaden könnte? Und zu guter Letzt an Barbara Muraka. Gutes Denken und gutes Handeln gehören zusammen, bei allen. Wie lässt es sich machen, dass nicht nur immer an ausgewiesene Experten zur Sprache kommen, selber denken, selber reden, selber entwickeln, als Ausdruck der Vielfalt? Das heißt, wer ist der Akteur der Postwachstumsstrategie und warum? Also wenn ich mir so die Fragen anhöre, denke ich, wir müssen demnächst noch einen Kongress veranstalten. Das ist so umfangreich, das kann ich in 2 Minuten beantworten. Gut, dann fange ich an, oder? Also die Frage war, ob die Bewegung sich zuerst auf ein gemeinsames Ziel einigen soll. Die Frage war, ob die Bewegung sich auf ein erstes gemeinsames Ziel einigen soll oder alle Ansätze gleichzeitig verfolgen kann, wie bedingungslos Grundeinkommen, Arbeitszeitverkürzung, Finanzmarktreform und so weiter. Und die zweite Frage, ob ein Bündel geschnürt werden kann. So ein bisschen habe ich das ja schon beantwortet, indem ich gesagt habe, es gibt im Moment gar keine Akteurskonstellation, kein Bündnis von Akteuren, die so ein gemeinsames Ziel überhaupt durchsetzen können. Wir hier können uns nicht auf ein konkretes Projekt einigen. Diese Diskussion ist auch noch relativ neu. Und es gibt auch keinen Akteur, der dieses Projekt tragen kann. Und insofern glaube ich, dass wir jetzt konkret ansetzen müssen mit einer Vielfalt an verschiedenen Projekten. Und deswegen kann ich jetzt vielleicht auch noch die anderen nennen, die ich vorhin eigentlich nennen wollte. Nämlich konkrete Ansätze, viele sind auch in Attac schon, werden verfolgt, die als vielleicht Einstiegsprojekte sinnvoll sein könnten. Was ich als erstes nennen möchte, sind Kämpfe für Energiedemokratie. Ein paar Sachen hat Hans-Jürgen Urban schon dazu gesagt. Ich finde, an dieser Frage lassen sich aber viele andere Sachen auch verdeutlichen, nämlich, dass es nicht nur reicht, raus aus der Atomkraft, wir müssen auch raus aus Kohle, langfristig aus Gas und auch weg vom Öl. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, wir müssen die Energiekonzerne anders organisieren, wir müssen sie demokratisch organisieren, was auch den Vorteil hat, dass sie nicht als unternehmerisches Ziel unbedingt haben müssen, mehr Energie zu verkaufen, sondern auch das Ziel, unternehmerisches Ziel werden kann, weniger Energie zu produzieren und zu verkaufen. Ich glaube, das ist ein wichtiges Einstiegsprojekt. Und vielleicht ganz kurz noch in Stichworten die anderen Punkte. Kämpfe für Gemeingüter und gegen die Privatisierung zu stärken, Kämpfe für einen öffentlichen Verkehr, für einen gemeinsamen, sozial gestalteten öffentlichen Verkehr, Kämpfe für Umverteilung von Einkommen, Vermögen und Arbeit sind zentral. Finanzmärkte müssen geschrumpft werden und es gilt auch da kann vielleicht Hans-Jürgen auch noch was zu sagen, Investitionen zu lenken in die Bereiche, die sinnvoll sind und herauszuziehen aus den Bereichen, wo sie in Zukunft Schaden anrichten werden. Ja, gerne. Dann verbinde ich beides und gehe auch auf die Frage ein. Zum Beispiel dieser Bereich Finanzmärkte, gar keine Frage. Das ist ein Bereich, der muss schrumpfen und zwar radikal. Das ist überhaupt keine Frage und die Verbindung, die gerade angesprochen worden ist, ist die Verbindung hin zur Demokratie. So, und deswegen ist es ein Bereich für gewerkschaftliche Interessenpolitik, den wir in den letzten Jahren sicherlich etwas haben schleifen lassen, das Thema Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungen, Wirtschaftsdemokratie wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Weil ich in der Tat der Auffassung bin,
dass es einen ganz inneren Zusammenhang gibt zwischen der Frage, wer bestimmt in den Unternehmen und wie groß sind die Chancen, den sozialökologischen Wandel hinzukriegen. Und wenn es uns nicht gelingt, über eine Demokratisierung der Entscheidungen in der Wirtschaft die Widerstände aus dem Weg zu räumen, die, weil sie gut daran verdienen, auf Dauer dagegen sein werden, dann werden wir ein großes Problem haben. Und deswegen ist es völlig richtig, auf diesen Hinweis, diesen Zusammenhang, neue Wirtschaftsdemokratie und sozialökologische Transformation gehören ganz eng zueinander. Die Frage, wann gibt es endlich einen gemeinsamen Streik gegen die Arbeitgeber, Klammer auf, Kapitalisten, Klammer zu, so steht es ja auf dem Zettel. Eine gute, eine berechtigte Frage, zwei Antworten dazu. Erstens, wer selber schon mal Streiks durchgeführt hat, an ihnen beteiligt war, solidarische Unterstützungsleistung geliefert hat, der weiß, das ist nicht so einfach mit dem Streik. Da braucht man Mut, da braucht man ein konkretes Ziel, da braucht man die Bereitschaft zur Solidarität und so weiter und so fort. Wir haben am 24. Februar bundesweit in über 1200 Unternehmen unter Beteiligung von über 300.000 Kolleginnen und Kollegen über mehrere Stunden lang die Brocken hingeschmissen und haben unter der Überschrift gemeinsam für ein gutes Leben, arbeitssicher und fair, Perspektiven für die Jugend, insbesondere gegen die Prekarisierung der Arbeit für Berufseinsteiger demonstriert. Das war für uns eine sehr schwierige, aber erfolgreiche Aktion. Und ich glaube, das geht in diese Richtung, aber das wird nicht reichen. Und deswegen will ich an dieser Stelle hier auch sozusagen einen Appell loslassen, auch an mich, an meine eigene Organisation, aber nicht nur an uns. Weil während wir hier reden, geschieht in Europa gerade etwas, was wir sicherlich alle nicht wollen. Hier werden nämlich jetzt, um diesen Irrsinn des Euro-Finanzsystems und der globalen Finanzmärkte einigermaßen wieder stabil zu machen, Demokratie und alle Regeln von Fairness und Anstand über den Haufen geschmissen und die ganze Welt kann gerade zusehen, wie Länder wie Griechenland, Portugal und eventuell demnächst noch andere in den Würgegriff genommen werden und mit einer Irrsinnsstrategie dazu gezwungen werden, zu schrumpfen. Ich bin mir sicher, dass keiner hier im Saal diese Art der Schrumpfung möchte. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass wir nicht nur als Gewerkschaften, aber auch als Gewerkschaften, sondern die gesamte Bewegung, die sich darüber Gedanken macht, was ist eine Postwachstumsgesellschaft und was hat Solidarität in dieser Gesellschaft für einen Stellenwert, die ganze Bewegung ist aufgerufen, die Menschen in diesen Ländern zu unterstützen, wo sie versuchen, sich zur Wehr zu setzen gegen diese Formen der Ausbeutung, die da jetzt wirklich laufen. Ja, ich komme jetzt auf mein bescheidenes Fragenpaket zurück, das ja so umfassend ist, dass wenn ich es beantworten würde, die uns gemeinsam zur Verfügung stehende Zeit kaum ausreichen würde. Das würde Sie unzufrieden machen. Meine kurze Antwort ist für viele sicherlich auch nicht so ganz zufriedenstellend, aber sie gibt mir die Möglichkeit, hier etwas Werbung zu machen für das Buch Postwachstumsgesellschaft, wo es nämlich zu allen den hier gestellten Fragen eigene Beiträge gibt. Zum Beispiel, wie kann man Demokratie gestalten für den gerechten Übergang? Da ist ein Beitrag von Claudia von Braunmühl, die ja hier auch auf dem Kongress gewesen ist, über die Frage Arbeit und Arbeitszeitreduktion hat dort Norbert Reuter von Verdi geschrieben, wie man die Produktion umbauen, Professor Scherhorn, und wie man den Konsum reduzieren kann, Frau Röpke. Was aber für mich das Wichtige ist, die Frage, die danach kam, wann und wo wird das gemeinsam konkretisiert? Ich glaube, das ist eine Aufforderung, wie man diese Fragen, die ja auch in unserem Buch nur in einem ersten Anlauf versucht wurden zu beantworten, wie man hier zu einer weiteren Konkretisierung kommt. Und unser Buch endet auch mit einer Forschungslandkarte, wo wir nämlich gesagt haben, wo muss überall Antworten gefunden werden, bevor wir so vollmundig sagen können, wir brauchen jetzt einen Übergang in die Postwachstumsgesellschaft. Und das ist meine Aufforderung, diese Fragen, die hier jetzt an mich gestellt wurden, die aber auch in dem ganzen Kongress immer wieder deutlich wurden,
diese Fragen überall in die Arbeits- und Lebenszusammenhänge zu stellen, wo man selber aktiv ist. Die Frage nach dem Wirtschaften sollten alle VWL- und BWL-Studenten in den Unis stellen. Sie sollten mit Fragen zur Postwachstumsgesellschaft sich einen Professor suchen, der sagt, okay, mach da deine Dissertation oder ich befürworte ein Forschungsvorhaben bei der DFG. Wir brauchen hier ein ganz breites Nachdenken über diese Fragen und auch sicher wieder Kongresse, die das zusammenführen, die dann zu einem Austausch führen. Und wir brauchen, hatten wir schon auch oft gesagt, viele Projekte, die Elemente dieser Postwachstumsgesellschaft aufnehmen, verwirklichen und die dann auch sagen, hey, so ist ein Stück weit Postwachstum hier schon sichtbar. Und auch dieses ein Stück weit zusammenführen, dass wir eine Landkarte von Projekten einer solchen zukünftigen Wirtschaft und Gesellschaft uns ein Stück weit vorstellen können. Und ich hoffe auch, dass diejenigen, die diese Debatte weiter verfolgen wollen, auch hier ein Hinweis auf das Internet, www.postwachstum.de, und hier wollen wir auch genau diesen Austausch über Forschungsprojekte organisieren, damit alle auch wissen, wo gerade was gemacht wird und dass man sich auch nicht so alleine vorkommt mit irgendeinem total exotischen Thema, sondern eben auch die Unterstützung weiß, wenn an der Uni Freiburg sich was tut, dann muss es ja verdammt nochmal in Frankfurt auch funktionieren. Von daher denke ich, ist es wichtig, hier in Netzwerken zu arbeiten, aber ich stimme zu der Frage, was tun, sehr dir, Barbara, überein, dass es zunächst mal eine Vielfalt von Bewegungen geben muss in Theorie und in Praxis und dass die Frage, was können wir gemeinsam als Bewegung für eine Postwachstumsgesellschaft, dass das im Augenblick vielleicht leider noch nicht aktuell ist. Nun zu meiner Frage, die eigentlich zwei Fragen sind. Wer ist der Akteur der Postwachstumsstrategie und warum? Auch wieder so ein etwas verändertes Zitat von Latouche, so ein bisschen parolprovokativ, Schrumpfung wird auf uns zukommen, entweder als eine Stagnation und mit katastrophalen Konsequenzen oder wir gestalten sie gerecht. Wer ist der Akteur von so einer Umgestaltung? Jede und jeder von uns. Ist keine andere Antwort möglich. Sie beteiligen an dieser gerechten Gestaltung. Die andere Frage, wie lässt es sich machen, dass nicht nur immer ausgewiesene Experten, ich mag es, dass auf diesem Zettel nur das Männliche ist, sehr schön, weil es ist eine doppelte Frage. Einmal, wie machen wir das, dass nicht nur ausgewiesene Experten das Thema diskutieren, und ich muss das hier an der Stelle kurz erwähnen, dass zum Beispiel in der Enquete-Kommission unter den Parlamentarier ja relative Gendergerechtigkeit zu sehen ist, aber 17 Experten da drin sitzen und keine einzige Frau. Der zweite Punkt ist natürlich nicht nur Expertinnen und Experten, sondern auch wieder, wie schaffen wir das, dass jede und jeder sich beteiligen kann. Mit jeder und jeder meine ich jedes Individuum, aber auch die sozialen Gruppen, die sozialen Strukturen, die zivilgesellschaftliche kollektive Strukturen. Das ist, man muss beides denken. Ich habe jetzt nicht das geniale Rezept. Ich glaube, das ist aber genau die Aufgabe, die wir hier haben nach diesem Kongress. Und das ist auch der Versuch der internationalen Degrowth-Konferenzen, nicht nur eine Expertinnen- oder Expertenperspektive einzubringen, sondern wirklich die Möglichkeit, eine breiteren Beteiligung zu geben. Und vielleicht auch immer mehr partizipative Möglichkeiten auch in solchen Zusammenkünften zu geben, damit wirklich die unterschiedliche Stimmen Gehör finden können. Und es ist die Aufgabe von jedem und jeder von uns aufzupassen, dass wir die Ohren sehr breit halten und hören, welche Stimmen nicht gehört werden, wer nicht zur Sprache kommt. Und nochmal kurz auf diesen Sprung zur Enquete zu kommen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen verfolgen, was in der Enquete-Kommission passiert. Es ist nicht der Ort, es ist nicht der privilegierte Ort, wo darüber diskutiert wird, aber es ist ein wichtiger Ort. Und das zu begleiten und nicht alle einfach vor sich hin
gehen zu lassen, ist unsere Aufgabe, ist unsere politische Aufgabe unter anderem. Das möchte ich noch als Appell hier mitgeben. Ja.